Was gibt es, meine Dienerin? Schlechte Neuigkeiten. Euer Gegner aus dem Westen. Der Burgkönig. Ja, er ist überraschend erfolgreich, wie es scheint. Die nördlichen Reiche haben ihm Treue geschworen. Es ist undankbar, Pack. Auf, meine Generäle! Sammelt die Truppen! Wir werden sie zermalmen! Wenn mein Prinz erlaubt es, gebe da einen leichteren Weg. Ihr habt einen Plan, meine Dienerin? Was wäre, wenn ein Ritter des Feindes sich unserer Sache anschließen würde? Und ihr glaubt, ihr könntet ihn auf unsere Seite ziehen? Ich kann sehr überzeugend sein. Ja, in der Tat. Möge dieser Ritter zum Dolch werden, der unserem Feind den tödlichen Stoß versetzt. Ja, und zwar dann, wenn er es am wenigsten erwartet. Heavy. Ja, willkommen zurück zu Siedler 6, zum 9. Teil, zum 9. Kapitel. Wie wir gerade schon gesehen haben, wir haben jetzt einen Verräter unter uns. Irgendeiner von unseren Rittern ist ein Verräter. Ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich starte jetzt einfach mal die Mission. Ich bin jetzt in der dritten Aufnahmesession. Die ersten beiden Aufnahmesessionen, die waren ja zu leise. Und das sind unsere sechs Ritter. Und einer von denen ist ein Verräter. Euer Majestät, dringende Angelegenheiten führen mich zu. Wir alle wissen, welch große Taten ihr für unseren Freund Thordal vollbracht habt. Und ich, nun, lasst mich offen sprechen. Meine Heimat ist in Gefahr. Die Schergen des Roten Prinzen haben die Stadt Husran eingenommen und die Dörfer von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Bewohner der Dörfer verdursten. Wir müssen ihnen helfen. Jo. Außerdem befindet sich das Kloster St. Josef westlich von Husran. Ich glaube, dort können wir mehr über die Seuche erfahren. Wir sollten unsere Basis hier im Süden errichten. Das ist nahe genug bei den Dörfern, aber nicht zu nah an Husran. Von dort aus können wir den Dorfbewohnern helfen. Die Länder von Janub sind meine Heimat. Ich sollte die Reise dorthin anführen. Ich weiß nicht, wer von euch sechs der Verräter ist, ne? Aber ich hoffe mal nicht, dass... Der Süden hat mich schon immer interessiert. Für diese Mission bin ich die beste Wahl. Ja, du bist auch mein Liebling hier. Aber irgendeiner von euch sechs ist ein Verräter. Ich hoffe nicht, dass du es bist. Alandra. Mein Liebling. Ich hab alle Teile, ja, aber ich habe alle Missionen mit Alandra gemacht. Ich hätte jetzt aussuchen können, da mit welchem Ritter ich die Mission starten will oder so. Einen von den sechs hätte ich aussuchen können. Hatte ich jetzt aber keine Lust zu. Ich wollte jetzt Alandra. Ich find die nett. Wir sollten mit den Dörfern und dem Kloster reden, um mehr über ihre Probleme zu erfahren. Ja. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ja, jetzt wiederhole das doch nicht. Ich sehe schon, hier wird es knapp mit Holz. Ich baue aber trotzdem mal jetzt hier so ein Holzfäller hin. So, als erstes. Ich soll ja mit den Dörfern jetzt reden. Nahrung. Gibt es hier irgendwo Nahrung? Ja, da oben ist Nahrung. Also, Mache ich schon mal die Grundversorgung auf jeden Fall, bevor ich anfange rumzurennen und
andere Aufgaben zu machen. So, zwei Holzfäller würde ich jetzt hier nicht hinbauen. Hier sieht es nämlich mit Holz nicht so gut aus. Nahrung und das war's. Mehr kann ich nicht. Ah doch, hier, Getreide. Getreide kriegt man noch bauen. Aber wo stellen wir das hin, Getreide? Hier sieht's doch so aus. Hier wenig. Boah, ich bin am Schwitzen hier, wieso? Benötigt fruchtbaren Boden, also kann ich schon vergessen. Das ist alles kein fruchtbarer Boden. Also kann ich das abreißen. Getreide kann ich also nicht anbauen. Kann ich Honig auch nicht anbauen. Aber ich kann Met herstellen. Nicht Met. Metzgerei meine ich. Mein Gott. Und Kleidung kann ich auch herstellen. Gerberei. So, stelle ich mal hier hin. Das Ganze kann ich natürlich erweitern und so weiter. Ich warte jetzt einfach auf mehr Holz. Dann erweitere ich das Ganze. Und ich glaube, das war's auch. Wo sollte ich jetzt mal hin? Ja, ich soll ja Wasser liefern. Ich sollte da Wasser liefern, Leute. Ich weiß noch nicht mal, wo ich Wasser herkriege. Zum Kloster sollen wir. Kloster habe ich mir gemerkt, ist in der Richtung. Jawohl. Ich glaube, ich habe mir alles gemerkt, wo alles war. Gehen wir erstmal im Kloster. Und dann gehen wir zu den anderen zwei Dörfern. Was gibt's hier? Hier gibt's noch mehr Tiere und Stein gibt's hier. Auf euren Befehl. Da könnte man eventuell reinbauen. Hier gibt es gar nichts irgendwie. Ja, wie komme ich zum Kloster? Das ist hier die Frage. Denk mal hier lang. Sofort. Einheimischen werden euch vertrauen, sobald ihr gezeigt habt, dass ihr eure eigenen Leute in diesen trockenen, unwirtlichen Landen versorgen könnt. Beweist eure Fähigkeiten und errichtet eine blühende Siedlung in dieser Wildnis. Kommt zurück, wenn ihr erfolgreich wart. Okay, ich soll 30 Siedler haben. Dann kriegen wir noch hin. Gucken wir uns mal bei den anderen zwei Dörfern. Zu den anderen zwei Dörfern hin. Und ich könnte erstmal hier alles erweitern. So. Ach, die können auch da lang. Das ist ja gut. Friede sei mit euch, Ritter. Eure Absichten sind rein. Daran zweifle ich nicht. Doch wir sind von Husran abhängig. Und die Stadt ist in der Hand des Roten Prinzen. Ja. Jetzt nicht. Oh. Ganz wie ihr wünscht. Ja, ich soll wahrscheinlich Husran jetzt noch besiegen.
Sofort! Das zweite Dorf müsste auch irgendwo hier sein. Das ist noch mehr Stein. Sofort! Seid gegrüßt, Ritter. Ihr seid weit gereist, um uns zu helfen. Und das wissen wir zu schätzen. Doch wir sind von Husran abhängig. Und niemand kann uns in dieser misslichen Lage helfen. Okay. Dann ist unsere Aufgabe erstmal auf 30 Bewohner zu kommen. Ja, das wird ein bisschen heftig. Wie soll ich auf 30 Bewohner kommen? Für Bewohner habe ich denn 9 Stück. Ja. Bringt ja nichts. Wir müssen dann die Burg erstmal erweitern. So. Da müssen wir neue Landschaften noch dazu nehmen. So, erstmal hier alles erweitern. Das können wir machen. Das bringt uns ja auch mehr Siedler. Hier kann ich das aussehen, ne? Habe ich jetzt gerade. Da kann man nicht mehr erweitern. Der Himmel ist mein Zeuge. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, da haben wir jetzt schon ein paar Möglichkeiten mehr. Also brauchen wir mal Seifen-Ding hier und Besen. Für den Anfang. Ich kann ja auch nichts mehr erweitern. Aber erweitern wir das erstmal. Sind wir auf 15. Ja, jetzt hapert es wieder gleich am Holz. Und ich würde erstmal mich ausdehnen in die Richtung. Dass wir Steine schon unterwegs. So. Langhaus erweitern und Kirche erweitern. Das müsste schon so reichen. Ja, hier 300 und 300 Euro und 10 Holz. Irgendwie rauscht das hier ein bisschen. Es geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Oh, mein Knie, ey, tut schon wieder weh. Ich hab's mit den Knien. Dann könnten wir uns in die andere Richtung weiter erweitern. Um Eisen zu bekommen, dann könnten wir schon mal Soldaten Dinger hinbauen. Ich würde ja gerne den Ventilator hier anmachen, aber das wird bei der Aufnahme dann nur stören.
Und dann habe ich ganz Zeit einen Rauschen in der Aufnahme drin. Also Getreide und Mehl und Honig kann man hier nicht bauen, weil kein fruchtbares Land da ist. So, Besenfabrik. Auf wie viel sind wir denn jetzt? Auf 17. Alles gebaut, was ich bauen könnte. Jetzt brauche ich nochmal 16 Holz, dann geht es darüber in die andere Richtung. Gibt es da noch eine Steinmine und zwei Felder mit Tiere. Hier sind Gazellen. Bin mal gespannt, was es da hinten gibt an Tiere. Und dann würde ich hier da hinten auch nochmal eine Holzfällerhütte bauen. Hier irgendwo. Können wir mal gucken, was hier für Tiere sind. Hier sind Zebras. Und hier einmal für Zebra einer. Hier sind Gazellen nochmal. Dromedar. Wofür braucht man hier Dromedar? Ja. Kein Plan, wofür man Dromedas hier braucht. Hier könnte ich eine Steinmine bauen. Aber Holz lohnt. Holz lohnt sich kaum hier, aber ich baue hier trotzdem nur mal eine zweite Holzplatte hin. Und der speichert schon wieder ab. Auf jeden Fall, wenn ich das da eingenommen habe, dann müsste das eigentlich, müsste ich eigentlich genug haben. An Menschen. An Bürger. Einzige Nahrungsquelle ist hier die Metzgerei. Sieht man hier die Würstchen? Ach, die hängt da hier ab. Der hat gerade drei Würstchen. Aber hier steht drauf, ich habe 5 Nahrung. Wie geht das denn? Wenn er nur 3. Ah, okay. Der hat gerade welche Aufgaben gehabt. Was ist dein Problem? Achso, zu wenig Tiere. Tatsächlich? Boah, Tatsache. Zu wenig Tiere. Ihr braucht mehr Tiere, um Würstchen herzustellen. Hier kann ich mal weiter, ne? Hier.
Wohl 8 Stück. Bist du jetzt Holz angekommen, Bein, ja. Brötchen Nummer 10 Holz, um mich da hinten was zu erweitern. Wird sich das lohnen, wenn ich die Holzfällerhütte hier hinbaue? Könnt ihr auch hier hinbauen, ne? Baue ich hier noch eine Holzfällerhütte hin? Wenn ich das eingenommen habe, dann erweitert sich das ja dann. Zwei Holz brauche ich dafür. Ich denke mal nicht, dass ich mit dieser einen Holzfällerhütte hier 10 Stück zusammenkriege. Weil der Besending hier frisst ja auch sehr viel. Also Bäume kann er hier fällen. Da hinten die Bäume kann er schon nicht mehr fällen. Also der Radius ist nicht gerade groß. Ein paar Bäume zwar mehr, echt. Komm, bauen wir einfach jetzt noch eine Holzfällerhütte. Was bringt's? Sonst komme ich hier nicht auf den Nenner. Baue ich dann direkt hier hin. Jetzt brauche ich nur noch 10 Holz, dann könnte ich das hier so einen Wachturm hinbauen, ne? Dass ich mich dann hier weiter das Land einnehmen kann. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, gucken wir mal. Hier kann er jetzt nicht rein, weil das Gebiet mir noch nicht gehört. Also kann er nur bis hier hin. Wow. Und dann bis hier. Aber er kann hier hinten das abholzen, was der hier nicht kann, ne? Ja, der kann das da hinten abholzen, auf jeden Fall. Ach, jetzt fängt es da nur an zu regnen. Aber das hier ist doch fruchtbares Land, oder nicht? Ja, aber dann verliere ich die Bäume. Ach. Kriegt das doch so hin. 21 habe ich schon. Hier.
reicht schon an Holz. Ich schicke ihn mal hier wieder zurück. Warum bleib einmal stehen da? Ich hole dich schon, wenn du gebraucht wirst. Ich finde das auch so schön, dass man kann noch Förster braucht. Hier wachsen die Bäume einfach wieder nach. Wir haben ein Territorium eingenommen. So. Wollte schon sagen. Okay, jetzt kann ich bis hierhin und bis hierhin die Bäume fällen. Das ist in Ordnung. Und erweitere ich das einmal und dann baue ich hier überall die Futterdinger hin und so weiter. Erstmal die Wege natürlich. Zebras. Echt so einen langen Weg geht. So, einmal erweitern und jetzt hier erstmal die Wege. Das hier sieht doch fruchtbar aus, das Land hier. Natürlich weniger, aber das hier sieht doch fruchtbar aus. Belasse hat jetzt, bevor ich da wieder unnötig Rohstoffe verschwende. So. Da würde ich erstmal eine Jagdhütte hinstellen. Oben auch nochmal eine Jagdhütte und ein Steinmetz. Jetzt erweitere ich das Ganze natürlich. Ja, 5 Erweiterungen brauche ich eigentlich nur noch und dann wäre ich auf die 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Erweiterungen habe ich jetzt noch vor. Aber kommt das ziemlich gut hin. Und mir fehlt das Holz. Wer hätte gedacht? 3. Und hier auch nochmal 3. Okay, Holz ist da. Dann gehen wir hier nochmal runter. Hier kann man nicht mehr jetzt kann man da nicht mehr erweitern. Die beiden muss ich jetzt noch erweitern. Einmal
Und ich weiß nicht, wofür hier Dromedar da sind. Ich kann die auch nicht anklicken. Da sind auch Dromedar. Ich weiß auch nicht, wie ich Wasser liefern soll. Großartig eine Veränderung sehe ich da jetzt nicht. Okay, haben wir so ein kleines Ding dazu bekommen. Und jetzt, achso, okay. Alles klar. Ihr habt bewiesen, dass ihr in dieser Wüste überleben könnt. Redet mit den Dörfern und helft ihnen dabei, ihre Unabhängigkeit von Usraam zurückzugewinnen. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat. Und ihren Herren. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Woher kriegt ihr Wasser? Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser. Ja, du brauchst dich nicht zu wiederholen. Ich hab's schon beim ersten Mal verstanden. Ich weiß bloß nicht, woher ich Wasser kriegen soll. Aber anscheinend kann ich einmal immer sinken. Was soll ich noch erweitern? Lagerhaus und Kirche. Da fehlt mir jetzt Stein für. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, jetzt muss ich Wasser liefern. Jetzt bin ich Wasserlieferant. Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ja, ich gehe schon mal hier rüber zum Eisen irgendwie. So. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Hier gibt's Eisen. Ach ja, speichert. Wir haben auch Dromedar. Ich weiß nicht, was das mit den Dromedars auf sich hat. Ja, hier fehlt 200. Okay, schon erledigt. Kann ich hier direkt Eisen abbauen. Ich kann dann hier nochmal schon mal Schwertkämpfer und alles vorbereiten für die Schwertkämpfer und für die Bogenschützen. Ich wahrscheinlich später auch noch brauche. Was schicken die mir da zurück?
Lehrer Karren kommt zurück. Wir haben ein Territorium angenommen. Ja, das haben wir. Ich brauche einen Weg. Naja. Ah nee, nicht Stein, nicht Stein, nicht Stein, nicht Stein. Eisen. So. Dann erweitern wir das Eisending hier noch. Wir könnten ja so ein Fest mal hier veranstalten für Frauen. Kostet mich 60. Ah, ich muss Baron dafür erstmal sein. Toll. Also ist ja nur eine Stufe rauf. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Ja, bitte. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ach, wiederhole ich doch sonst nicht immer. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Ich habe schon beim ersten Mal verstanden. Euer Wasser hat uns gerettet. Oh. Hart Dank. Ich weiß noch nicht mal, woher das Wasser kommt, aber egal. So simpel die Aufgabe hier. Ja, genau. Was ist jetzt hier mit den Dromedas? Kann ich da jetzt irgendwie... Sollen da Kühe sein, die Dromedas? Kuhfarm, Schafsfarm. Ne. Ich habe keine Ahnung, was mit den Dromedas auf sich hat. Vielleicht kommt ja noch irgendwie so eine Aufgabe hier neben Dromedas und so. Dromedafarm oder so was. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. So, machen wir dich einmal zum Baronen. Ganz wie ihr wünscht. Ja, die Lieferung bis hierhin, das dauert, ne? Müssen die wahrscheinlich eh nochmal irgendwann im Laufe des Spiels machen müssen, die zu überholen. So kann ich das auch schon vorher machen. Spare ich mir ein bisschen Zeit. Dass ihr mir diesen Titel verleiht, ist eine große Ehre. Metzgerei braucht Kleidung. Ja, dann machen wir doch mal hier so ein Fest. Ach, ich habe keine 60 Euro. Ah, da ist das Wasser. Also ich habe 30 Wasser von 30. Ah, ich kriege vom Brunnen das Wasser. Muss doch mal gesagt werden. Vorher hatte ich wahrscheinlich nur 20 oder so. 15 oder 10. Weiß nicht.
die Stadt ja erweitern für. So, jetzt können wir hier auch noch Med kann ich ja nicht herstellen. Könnte ich wahrscheinlich doch bei diesen, weiß nicht, wenn ich hier ganz genau suche, hier, wenn ich hier ein paar Bäume abreiße und so. Weil das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Außer die verlangen das jetzt irgendwie. Theater wird ja auch mal gerne sehen hier. Ja, aber um mich zu entwickeln, da brauche ich wieder Med für. Med ist hier, machen wir noch ein Fest. Med ist eigentlich das Bier. Jetzt habe ich 8 Ehefrauen. Gott. Nein, gar keinen. Wir sind freie Leute und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Ein Karren wurde ausgesandt. Also Wasser dürfte hier kein Problem sein. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken, sonst haben wir ein ernstes Problem. Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwie doch noch Med herstellen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ob ich nicht doch irgendwie noch... Wir könnten uns selbst mit Wasser versorgen. Doch hungrige Löwen hausen in der Nähe des Flusses. Bitte besiegt diese Löwen, damit wir wieder sicher zu unserer Wasserstelle kommen. Ja, dafür brauche ich erstmal Soldaten, ne? Achso, ja, wollte ich doch herstellen. Ob ich das schon vorher gerochen habe. Hatte. Ich baue das mal irgendwie hier rum, ne? Ich werde dann noch eine Stelle raussuchen, wo ich das dann genau alles hinbaue. Also mit diesen, was habe ich jetzt gebaut? Bogenschützenschwert. Wer bin ich hier? Euer Wasser hat uns gerettet. Fruchtbares Land, ey. Gab's da fruchtbares Land irgendwie? Wo ist denn meine Soldatin hier? Achso, die ist noch am Feiern. Jawohl. Komm mal hier hinlaufen. Mehr Holz. Fruchtbares Land. Der zieht hier auch nicht rein. Fruchtbar aus. Leutchen. Da ist schon der Feind. Die sind nicht angeklickt. Auf euren Befehl. Auch nichts fruchtbar sein. Nee. Ist nicht so, wie ich mir halt gedacht habe. Sofort.
Schon unterwegs. Da wir eher angreifen müssen. Fruchtbares Land. Ist das hier fruchtbar? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich das jetzt baue und dann wieder abreißen darf. Das ist hier nicht fruchtbar. Ja, bauen wir halt mal hier so irgendwie in die Ecke rein. Ja, wo ich einen Weg führe. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Wir sind freie Leute. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ja, geht mir auf die Nerven mit dem Wasser. Ein ernstes Problem. Stellen wir nochmal mit her. Euer Wasser hat uns gerettet. Hart Dank. Eine Jagdhütte hat nichts zu essen, ja. Toll. Ich wollte mich doch veräppeln, ne. Hier baue ich nochmal zwei Tavernen. Kann ich da auch hier hinstellen, ne? Und zwei Bäume, ne? Also wollte die Taverne hier hin. Holz. Hab jetzt hier schon wieder am Holz, ey. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ich muss das wieder abgeben. War die letzte Erweiterung. Ich erweitere jetzt erstmal alles und dann baue ich dann die Taverne hin. Und hier brauche ich überall 12, ne? Ja. Yeah.
Ja, die Krebse werden hier auch alle irgendwie so durchschnittlich so 2 Stunden. Das ist in Ordnung. Finde ich auf jeden Fall. Also bis 3 Stunden finde ich, geht das in Ordnung. Ich bin ja bei Eurotruck Simulator, habe ich geguckt in meiner letzten Folge, der hat 6 Stunden gedauert. Da habe ich die einfach mal beschleunigt an einigen Stellen. Weil das ist zu lang. Meine Clips sollten maximal 3 Stunden gehen, nicht länger. Weil alles andere ist unzumutbar. Pro Clip auf jeden Fall schon. Toll. Boah. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Busbahn. Fällt dir aber langsam Preis, ne? Eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Ein Karren wurde ausgesandt. Wo wurde ich jetzt angegriffen? Hier? Ah, von den Löwen. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Was ist los? Meine Siedler haben schon Langeweile, weil sie nichts zu tun haben. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Könnt ihr denn hungern? Muss ich noch eine zweite Metzgerei bauen, oder was? Hier habe ich mehr als genug. Jetzt wollen wir noch eine zweite Metzgerei. Komm, bauen wir die. Wie viel am Schwitzen die Sau hier, ey. Euer Wasser hat uns gerettet. Hab Dank. Ich produziere jetzt so viele Soldaten, bis ich auf dem Limit bin. Und dann werde ich die Löwen angreifen damit. Ich weiß ja nicht, wie stark die Löwen sind im Endeffekt. Tiere habe ich mehr als genug. Einfach eine zweite Metzgerei bauen. Fisch kann ich nicht gebrauchen. Kann ich auch nicht gebrauchen. Thank you.
Ich habe ja mittlerweile auch 51 Bürger. Da kommen sie wahrscheinlich mit der Produktion, mit der Nahrung, mit den Nahrungsmitteln nicht hinterher. Es hapert einfach nur am Holz. Da müssten die Würstchen hängen. Einzige Nahrungsmittel, Würstchen. Wenn ich so denke, was wir hier alles in Deutschland haben, Nahrungsmittel, das ist ein bisschen happig. Nur Würstchen. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Busan. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ja, du wiederholst dich. So, jetzt können wir die Taverne bauen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Zweite Taverne wollte. Ja, mehrere Baustellen gleichzeitig. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ist eine dreieckige Kinderabgabung. Noch irgendwas erweitern. Die Burg muss ich neu erweitern. Das können wir machen. Eigentlich müsste das reichen. Komm, wir greifen jetzt mal mit den Leuten an. Löwen kam irgendwie von hier. Ganz irgendwie. Da müsste eigentlich reichen. Wollen wir produzieren? Ich greife in der Zeit an und da kann ich noch immer Soldaten nachbauen. Nachbestellen, wie auch immer. Verschert mit den Dromedars hier noch immer nicht. Wenn ihr wisst, was das hier es auf sich hat mit den Dromedars, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare rein.
Da sind die Wölfe. Die sind doch irgendwo hier hochgebracht. Da sind die Wölfe. Nicht aufgeben! Ja, schön wieder hinterm Baum. Immer wenn sie kämpfen, ist das irgendwo hinterm Baum. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Angriff! Hier sind Elefanten sogar noch. Ihr habt die Löwen vertrieben. Nun haben wir unsere eigene Wasserversorgung. So. Wir stehen tief in eurer Schuld. Okay. Ja, ich habe wieder voll übertrieben mit den Soldaten. Wie man sieht. Ich schicke die jetzt mal einfach wieder hier zurück. Sofort. Falls ich dann später noch welche brauche. Unser Dorfältester ist beeindruckt davon, wie ihr unserem Nachbardorf geholfen habt. Ich soll euch von den alten Quellen hier in der Nähe erzählen. Wenn ihr Wasser an einer dieser alten Quellen finden würdet, wären wir nicht mehr auf die Unterstützung von Husran angewiesen. Wir verurteilen, damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ja. Unser Dorfältester ist beeindruckt davon, wie ihr unserem Nachbardorf geholfen habt. Ich soll euch von den alten Quellen hier in der Nähe erzählen. Wenn ihr Wasser an einer dieser alten Quellen finden würdet, wären wir nicht mehr auf die Unterstützung von Husran angewiesen. Jawohl. Ja, keine Ahnung, wo alte Quellen sein sollen, aber... Aber schauen wir uns mal um. Wahrscheinlich irgendwo da, wo ich noch nicht drin war. Weil ich habe irgendwas übersehen. Oh. Rückzug. Ganz wie ihr wünscht. Was ist denn das, ey? Da fängt das schon wieder an hier. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Auf euren Befehl. Wollte eigentlich nur eine alte Quelle finden. Dann sehe ich hier feindliche Soldaten. Befehl verstanden. Ist das alles? Okay. Ganz wie ihr wünscht. Wenn ihr mich nicht angreift, greift ihr euch nicht an. Alles klar.
Kreuzverleute. Aber die greifen mich an. Angriff! In den Kampf. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. In den Kampf. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium angenommen. Immer noch Zebras. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht einnehmen. Ei! Sofa! Ich suche doch nur nach alten Wasserquellen hier. Ah, hier ist eine Ruine. Ja, wenn wir schon so weit sind. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Was wird das mich denn kosten? Ach, 1000! 1000! Okay, machen wir dann später, ne? Ja, da habe ich doch nochmal 300. Also kann ich dann direkt hier. Befehl verstanden. Ein Embon. Ja, suchen wir in der Zwischenzeit, bis die Karre da hinten angekommen ist, nach weiteren Wasserquellen hier. Auf euren Befehl. Schon durchgeschwitzt, ey. So, was haben wir hier? Außenposten. Euer Wasser hat uns gerettet. Holzverleute. Ja. Aber ich sehe hier auch schon wieder. Vorwärts! Keine Wasserquellen. Ja, wir können das ja mal einnehmen. Verstanden. Wir haben ein Territorium angenommen. Verstanden. Schon unterwegs. Ei! So, ich habe noch keine Wasserquelle gesehen. Gucken wir uns hier oben weiter um. Alles klar. Wie ihr wünscht. Achso, wir haben jetzt genug Holz. Taverne hier. Können wir die Taverne mal erweitern?
In den Kampf. Greifen wir mal die ganzen Außenposten an. Wir Jawohl. Haben ein Territorium eingenommen. Sofort. Ei. So, ich sehe hier keine Wasserquelle. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Sofort! Ich mache schon wahrscheinlich eine Aufgabe weiter. Kann ja nicht so weit von dem Dorf entfernt sein. Warum bin ich nicht überrascht, euch hier anzutreffen? Ihr überschätzt euch, kleiner Ritter. Die Geier werden sich an eurer Niederlage laben. Oh, oh, oh. Ja, Rückzug, würde ich sagen. Alles mal, klar. Stellen wir die erstmal hier hin. Sofort! Alleine. Also die Wasserquelle muss hier irgendwo in der Nähe sein. Auf euren Lippen! Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Russland. Ich bin schon wieder viel zu Deshalb weit. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung. Ah, hier ist die alte Quelle. So viel ist sicher. Ach mein Gott, ey. Ganz in der Damit Nähe. Unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Dies könnte eine der alten Quellen sein, die der Dorfälteste erwähnt hat. Wir sollten auf unser Glück vertrauen und hier nach Wasser graben. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ach, du bist hier ganz in der Nähe, echt. Mein Gott, und ich suche überall. Es sind 4 Wasserquellen insgesamt. Bin schon einen Schritt weiter gegangen. Ein Karren wurde ausgesandt. Sofort. Wir haben ein Territorium angenommen. Darum kümmere ich mich gleich. Eine Aufgabe bitte nach der anderen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ich suche die Wasserquellen überall und das ist auf deren Gelände. Mein Gott, ey. So kann man auch Zeit verschwenden hier. Euer Wasser hat uns gerettet. So. Habt Dank. Ein Karren wurde ausgesandt. Hier ist unser Weg. Okay. Hier könnte ich abkürzen einmal. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Ja, ich habe schon alle Nur, Stellen. Um euch besser dienen zu können, ersehne ich einen höheren Titel. Eine Sache nach der anderen Mitte. Moment, hier ist die Steinquelle. Okay, kommen wir dran auf jeden Fall. Die Stein-Eisenquelle. Dann müssten wir hier zu den hier. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Wir machen mal gleich alles. Immer mit der Ruhe. Verbeult Steine ohne Ende, ne?
Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Immer mit der Ruhe, Mädel. Soll ich echt mal die ganzen Steine hier verbrauchen? Ich benutze mal hier einen normalen Pfad jetzt für den Rest. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Ein Karren wurde ausgesandt. Jetzt habe ich das Problem, ich habe meine ganzen Steine jetzt verbraucht. Ganz hier. Ja. Machen wir hier die Tavernen erstmal weiter. Wenn meine Taten euer Wohlgefallen finden, so bitte ich um gerechten Lohn. Ja, Problem ist jetzt, ich habe zu wenig Steine. Ich habe die gerade alle für die Strecke, für die Straße verbraucht. Auf euren Befehl. Meine Steinmine war leer, oder wie? Nee, ist hier oben. Okay, ich habe Mist gebaut. Wahrscheinlich muss ich hier nochmal eine Steinmine bauen. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Sofort. Ich muss jetzt eher auf Steine warten, erstmal. Warum baue ich denn überall Steinstrecken? Och, mein Gott. Das ist es, wenn man zu gut meint. Das Wasser fließt wieder aus der alten Quelle. Okay. Ihr habt gezeigt, dass ihr in der Lage seid, den Dörfern zu helfen. Wir wissen, dass ihr mehr über die Seuche erfahren möchtet. Wir wollen unsere eigene Wasserpumpe bauen. Mit ein paar Belagerungsgerätebauteilen bekommen wir das hin. Fünf Stück, okay. Wenn ihr uns welche liefern könnt, werden wir euch helfen. Ich muss ja mal ein Fest feiern. Ich werde mein Bestes geben, euch zu dienen. Immer. So, dann kann ich jetzt direkt bauen, ne? Ja, solange ich das andere jetzt hier nicht brauche, werde ich da jetzt nichts bauen. Ich habe ja alles eigentlich in Überfluss hier. Das hätte ich mir echt ersparen können, das Ganze da einzunehmen. Habe ich jetzt nun mal getan. Also was soll's. Jedes Mal, wenn er... Ja, nur 5 Stück, also einer reicht da. Erfahrung aus dem letzten Level, dass einer davon 15 Stück bewahren kann. Dürfte eigentlich auch nicht lange dauern. Aber ich habe die Vermutung, dass ich da noch das Dorf da von den Typen da angreifen darf.
Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja. Das war gerade mein Fehler, deswegen. Aber wenn ich Stein nochmal benötige. Ja, mein Gebäude zu erweitern. Eicherstatus, ach so, okay. Das mit dem Theater, das würde ich gerne mal sehen. Und bestimmt auch nochmal in irgendeinem Level vor. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, mehr erweitern kann ich das nicht. 5 Stück brauche ich nur. Dürfte nicht allzu lange dauern. Würde mir mal gerne, welcher Brunnen fließt denn jetzt? Ich habe alle Brunnen da mit Stein beliefert. Und der Brunnen hier fließt. Wow. Was gibt der denn ab, der Brunnen? Kann ich das nachschauen? Nee. Leider kann ich da nicht nachschauen. So, 2 Stück fehlen noch. Siedler können auch nur krank werden hier, wenn sie überbevölkert sind, ne? Hört sich scheiße an, aber ist Tatsache. Ab so einem gewissen Level kann man Kräuter noch kaufen und Medizin produzieren. Weiß nicht, wie viele Level da überhaupt noch kommen sollen. Weil die Karte ist ja schon ziemlich ausgenutzt da, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Level hat das Spiel überhaupt? Das erste Level ging ja ganz schnell. Das ging ja irgendwie nur 40 Minuten. So wie ich das in Erinnerung habe. Am Öl, da gibt's nie. Okay, wir haben die 5 Werkzeuge. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Ja, da ich hier ja so gesehen nichts mehr zu tun habe, Bogenschützen. Schwertkämpfer, ich würde Bogenschützen. Nochmal. Und ich habe das Limit erreicht. Aber das ist alles, was ich habe jetzt hier. Soldaten. Wo ist meine
weiß gar nicht, wo die ist. Sofort. So, warum wir hier hinkommen. Also ich bin schon wieder beim Militär-Maximum. Ja, wo ist der Karren jetzt? Da ist der Karren. So, der fährt in die Richtung. Da ist der Karren. Der liefert das irgendwie in die Richtung. Soll unfruchtbares Land sein, aber dafür regnet es hier ziemlich oft. Karren sehen hier eh alle irgendwie gleich aus. Da läuft auch immer ein Siegler davor. Hä? Ach, das ist der Jäger. Ah. Die Karre kann ich nicht anklicken. So, die bringt das jetzt zu den Kloster da rum. Ah, hier stehen so die Namen der Dinger. Ja, das hätte. Ein Steinbruch ist erschöpft. Das hätte mir vieles erspart hier. Wo ist der Steinbruch? Irgendwo hier war der Steinbruch, ne? Dann können wir das hier abreißen. Warum streiken die denn schon wieder? Ach, die haben Hunger. Ja, ich brauche gleich noch einen Metzger. Wenn es hier noch was zu tun gibt überhaupt. Wasserpumpe. Lebt wohl, Ritter der Narren. Wagt es nicht mehr zu folgen, sonst werdet ihr und euer Herr es bitter bereuen. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass auch Crimson Sabbat das Geheimnis des Heilmittels kennt. Sie hat uns gezwungen, es zu verraten. Dann eilte sie davon. Ja, ich habe schon wieder mehr getan, als ich sollte. Aber jetzt ist ja halb so schlimm. So. Das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.